angekommen. Mein Rucksack ist da. Ich musste zwar etwas länger warten, habe schon Schweißperlen bekommen, aber er ist angekommen. Und jetzt wuseln wir uns mal durch bis zu unserem Hotel. Ich habe hier eine wunderbare Karte, die hoffentlich noch nicht zu alt ist. Die habe ich aus dem Internet und jetzt gucken wir mal. Wir gehen gleich shoppen. David, der hat da richtig Lust. Wer weiß, ob wir wieder Leben zurückkommen. Wir fahren jetzt zum ersten Mal Tuk-Tuk in unserem Leben. Es ist total spannend hier. Würde ich niemals mit dem Auto herfahren durch Bangkok. Sehr lustig. Buddha-Statue, es ist eine riesengroße Tempelanlage. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen hier rum und ziehen uns gleich schön die Schuhe aus, wie sich das gehört, wenn wir in den Tempel gehen. Und schnuppern mal ein bisschen die ausländische Kultur. Los! Thank you.
Tempel. Das heißt Tempel der Morgenröte. Wir mussten gerade einen Fluss überqueren. Das ging relativ schnell, war auch sehr günstig. Und jetzt sind wir mal ein bisschen hier in der Tempelanlage. Und? Würde ich auch sagen. Ja. Ich merke es natürlich. Schlecht. Nicht schlecht. Ach, die habe ich gerade abgemacht, weil ich dachte, die kann man vielleicht nicht essen. Ach so, okay, dann esse ich die danach. Okay.
Sehr trocken. Spinning on my feet, in a technicolor beat, you and me.